So, und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Suche nach Sprüchen. Tattoo-Spruch. Tattoo-Witze. Und Tattoo-Meme. Okay, unter Tattoo-Spruch findet man jetzt nicht so coolen Scheiß, also schon coolen Scheiß, Sprüche, die sich Leute halt tätowiert haben. Aber ich hätte ja ganz gerne nicht Sprüche, die sich Leute tätowiert haben, sondern Sprüche über Tattoos. Das ist ein feiner Unterschied. Okay, schauen wir mal, was wir unter Witze finden. Das finde ich gut. Das ist schön, ja. Mit diesem Tattoo wäre mir nie wieder langweilig. Ach, schön. Was für ein exotisches Tattoo. Es bedeutet Mann, der die Frau, der die Frauen versteht. Sitzpinkler. Okay, sehr schön. Manche Dinge im Leben braucht man nicht verstehen. Warum ich keine Tattoos habe? Man macht ja auch keine Aufkleber auf einen Ferrari. Ja, ich hätte ja gern Pro-Tattoo-Sachen, Pro-Tattoo-Sprüche. Ich halte tätowierten Frauen immer höflich die Tür auf und zu. Witzig. Und dann kam mir heute Nacht spontan die genialste Tattoo-Idee der Welt. Aus Knie kannst du knicken. Wahaha. Okay. Das ist schön hier. Lass dich nie betrunken tätowieren. Da kommt nur sowas bei raus. Erotisch ist anders, ne? Oh, schau mein Löwentattoo, es bedeutet Kraft und Stärke. Schau mein Winnie-Puh-Pflaster, es bedeutet, ich war tapfer beim Impfen. Sehr sympathisch. Okay, das hier ist ein gut gemeinter Tipp. Wenn du Influencer werden möchtest, dann solltest du dir Tattoos stechen lassen, weil du dann zig Trillionen Nachrichten, Anfragen und so bekommst. Nur falls du sowas mal vorher hast, ne? Hier gibt es die kostenlose Beratung. Wer Tattoos als asozial bezeichnet, hat keine Ahnung, wie viel sie kosten. Den Spruch find ich gut. Das ist ein cooler Spruch für ein Cover. Kurze deutsche Witze. Das finde ich super. Das nehme ich. Sag mal, was bedeuten deine Tattoos, dass ich tätowiert bin? Deine Tattoos werden mit 70 scheiße aussehen. Ja, und dein Gesicht auch. Da ist was Wahres dran. Okay, also hier, wer Tattoos als asozial bezeichnet, hat keine Ahnung, wie viel sie kosten. Das finde ich klasse. Als Spruch auf dem Cover.
Ich nehme wirklich sehr gerne schwarze Hintergründe. Ich weiß auch nicht. Ich finde, das sieht immer irgendwie am coolsten aus. So. Oh, das ist ja viel zu groß. Machen wir hier 50. Wer Tattoos als asozial bezeichnet, hat keine Ahnung, wie viel sie kosten. Okay. Ich würde hier nochmal einen Umbruch reinhauen. Und hier? Also ich bin jetzt nicht so der Schriftmeister, muss ich ehrlich zugeben. Was Fonts angeht, brauche ich echt noch eine Menge Übung. Aber naja, man tut, was man kann, was man hat, was man... Na, ihr wisst schon. Das Ding ist, der Spruch an sich ist einfach cool. Das heißt, der braucht gar nicht viel Trara und Bromborium außenrum. Ich würde auf jeden Fall wieder das hier nach unten dazusetzen. Oh, jetzt habe ich den Background nochmal kopiert. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir das hier, glaube ich, kopieren. Macht er nicht. Will er gerade nicht. Hat die Schnauze voll. duplizieren. Okay, kann ich mir das jetzt einfach hier runter? Ja, kann ich. La 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 la. So, da bin ich. Dann hätte ich es gerne in Weiß. Cool. Wer Tattoos als asozial bezeichnet, hat keine Ahnung, wie viel sie kosten. Keine Ahnung, ob das den Tätowierer von heute anspricht, aber ich finde es irgendwie ganz witzig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Tätowierer das vielleicht auch ganz witzig finden könnte. Mache ich hier noch ein Ausrufezeichen? Ja, ein Ausrufezeichen finde ich gut. Ja, finde ich gut. Vielleicht könnte ich hier noch eine von diesen Tattoo-Maschinen mit reinhauen. Mach mal bitte weiß. Dankeschön. Kann ich mir die hier rauskopieren? Nee, warte. Ah, sehr schön. So habe ich es am liebsten. Obwohl, nee, die sind auch nicht ordentlich strukturiert. Warte. Dann entgruppieren wir die Maschinchen mal. Na komm. Sehr gut. So. Genau, jetzt haben wir nämlich das Maschinchen hier. Mit hier oben dem Kram. Aber das ist ja kein Problem. Das löschen wir eben raus. Oh, warte, das war zu viel. So. Und so, weg damit. Ah nein, jetzt habe ich sie hier reinkopiert. Oh Mist. Nee, warte mal. Das müssen wir nochmal rückgängig machen hier.
Genau, raus aus der Gruppe. Dann kann ich das auch mal löschen. Dann mache ich den Text mal eben kurz weg. Warte, warte, warte. So. Und alles weg hier. Und dann hätte ich gern nur die Tattoo-Maschine in einer Gruppe. Sehr schön. So. Dann brauche ich den Text wieder. Hat was, oder? Sieht irgendwie ganz cool aus, aber das geht natürlich zu Lasten der Lesbarkeit. Obwohl, wenn ich so ganz dezent mache. So vielleicht. Oder vielleicht sogar nur mit der Kraft von 10%. Wirklich nur für den Hintergrund. Und dann könnte ich natürlich, damit das geile Maschinchen doch noch irgendwo ein bisschen besser zu sehen ist, das hier nochmal kopieren und einfach ein bisschen kleiner machen. Einfach als Element auf dem Buchrücken. Finde ich gar nicht mal so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Gefällt mir ganz gut soweit mit der Maschine. Okay, gucken wir noch mal weiter, ob wir noch einen anderen coolen Spruch über Tattoos finden, den man auch nutzen kann für ein Cover. Was natürlich auch gut geht, sind Shirtsprüche. Da können wir auf Amazon mal direkt gucken. Tattoo Shirt. Ich bin ein Tätowierer. Ach, ich bin ein tätowierter Mann, wie ein normaler Mann, aber viel cooler. Ja, okay. Ich mach mal nicht Tattoo-Shirt, sondern ich mach mal Tätowierer-Shirt. Also noch ein bisschen spezifischer in der Nische sozusagen. Certified Tattoo Artists. Okay, das ist cool. Certified Tattoo Artist. Da können wir vielleicht was machen. Mit der Lizenz zum Stechen. Oh, das ist grau. Davon halte ich mich besser fern. Aber witzige Idee auf jeden Fall. Das ist auch witzig hier. Ich bin Tätowierer und finde immer eine Lösung. Think outside the box, sozusagen. Bester Tätowierer aller Zeiten, ist auch schön. Klassiker sozusagen. Warte mal, ich sortiere den Spaß mal. E nach BSR. Hm.
Der beste Therapeut ist mein Tätowierer. Okay. Also ich finde hier dieses Certified Tattoo Artist finde ich noch ganz cool. Vielleicht können wir damit was basteln. Certified, wo war es? Jetzt ist es runtergerutscht, weil das Fenster kleiner geworden ist. Da ist es. Okay, wir hatten ja noch. Ja, noch zwei, drei Grafiken. Okay, vielleicht verbaue ich doch hier den Totenkopf nochmal. Also nicht nochmal, sondern verbaue den. Tattoos. Oh, was ich natürlich auch machen könnte, ist anstatt Tattoos mache ich Tattoo Artist. Finde ich besser, definitiv. Tattoo Artist. So. Certified Tattoo Artist. Okay. Ach, das Ding hatte ja das Problem, dass es nicht mit schwarzem Hintergrund ging, ne? Weil die Flügel keinen Background hatten. Genau, die Flügel haben keinen Background. Ja, kann ich die ausfüllen? Konturfüllung. Nee, kann ich nicht. Wenn ich das weiß mache. Ja, doch, das würde gehen. Haha. Dann machen wir das doch so. Und dann hätte ich gerne. Genau, ich hätte den Grunge gerne weg. Denn ich nehme meinen eigenen Grunge. Mal gucken, ob der hier passt oder ob der too much ist. Grunge, bitte einmal drehen. So. Und dann soll der nicht im Schwarz sein. Ich mache ihn mal ein bisschen kleiner. Und dann gucke ich mal, wie der aussieht, wenn ich den weiß mache. Umfärben. Bitte weiß. Oh nee, das geht gar nicht. Das ist too much, too much, too much. Habe ich nicht vielleicht noch einen anderen schönen Grunge? Grunge. Da ist der Grunge. Einer, der nicht so stark ist. Vielleicht einfach nur das hier. Distressed. Und dann mache ich den auch mal weiß. Ah, der ist viel zu groß. Gerade. Dann drehe ich den auch mal. Gefällt mir nicht wirklich. Also eventuell ganz cool, nur für die Rückseite. Aber beim Totenkopf gefällt es mir nicht so gut. Okay, cool. Also hier hätten wir unseren Totenkopf. Der kommt in die Mitte. Und dann packen wir jetzt noch den Spruch dazu. Und zwar auf einer Ellipse, ohne Kontur bitte. Certified. Certified.
Seite damit. Und ein bisschen größer. Oh ja, das wird gut. Behaupte ich einfach mal. Warte, das nehmen wir mal hier raus. Tattoo Artist. Dann drehen wir das mal um. Und schicken das hier runter. So ganz rund sieht das irgendwie noch nicht aus. Was ich gerne jetzt noch mal machen würde, ist das hier hinten mal weg. In Ebenen suchen. Ich mache die mal aus. So, dann haben wir nämlich nur das. Und dann kommt hier die Schrift außen drum. Certified Tattoo Artist. Ich überlege gerade, soll ich das vielleicht gerade, doch gerade machen? Warte mal. Nee, mir hat es mit dem Runden tatsächlich besser gefallen. Dann mache ich die Höhe. Mache ich hier mal gleich. Und dann habe ich hier den Certified Tattoo Artist. Das lösche ich mal. Und ich würde sagen, das ist ein ziemlich cooles Cover, oder? Was meint ihr? Weiß bleibt weiß, weil es weiß ist. Okay, cool. Also wenn das mal nicht ein cooles Cover ist für einen Tätowierer. Das kann ich mir gut vorstellen. Guck mal, da kommt der Kunde, kommt in den Laden und sagt so, hey, ich hätte gern ein cooles Tattoo. Und dann holt der Tätowierer, holt dieses kleine Heft raus und sagt so, okay, cool, was hätten Sie denn gerne? Und dann sagt der Kunde, ja, ich hätte gern dies und das noch und die Farben gerne. Und dann macht er sich in diesem coolen kleinen Büchlein, macht der Tätowierer sich dann so die Notizen. Und der Kunde sieht das Buch so, Certified Tattoo Artist, und denkt so, ja, hier bin ich genau richtig. Hier bin ich im richtigen Tätowierladen, der schafft das und macht mir ein cooles Tattoo. Und dann kommt der Kunde auch wirklich wieder. Okay, was mir noch nicht gefällt, ist hier der Distressed. Den würde ich weglassen. Und was man noch machen könnte, ist dieser Schädel auf der Seite. Aber ohne die Flügel bitte. Nur der Schädel. Und ein bisschen kleiner. Boah, das sieht mega aus. Ich bin gerade selber überrascht. Ja, das gefällt mir. Das finde ich sehr cool. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. So haben wir jetzt 7 coole Cover für ein kleines Tattoo-Büchlein für den Tätowierer.
Aber ich habe gesagt, ich mache mal so 5 bis 10 Cover. Das heißt, ich würde noch mal eben gucken, ob ich noch einen coolen Spruch irgendwie zu der Tätowiernische finde. Lieber zu viel Tattoos als zu wenig Hirn. Sehr schön. Trust me, I am a Tattoo Artist, okay. Tätowierte Prinzessin. Okay, tätowierte Prinzessin. Also wir haben es jetzt so, wie es momentan ist, haben wir 3 Schädel. Eine Rose. Hier einen coolen Spruch. Okay, hier auch so ein bisschen was Filigraneres. Vielleicht so eher für die weiblichen Tätowierer. Und die Tattoo-Maschine mit dem coolen Spruch. Okay. My body is my canvas ist auch cool. Tattoo Repeat, ja, das ist so der Klassiker. Tattoo Artist, Tattoos are stupid. Hey. Lustiger, sarkastischer Tätowierer, Tätowierengeschenk. Okay. Also das ist schon für Tätowierer gedacht. Ja, weiß ich gerade nicht, ob ich das so witzig finde. Okay, also da finde ich jetzt irgendwie gerade nichts mehr, was mir so ins Auge springt, was cool wäre. Tattoo. Ohne Kommentar. So, und dann hätten wir noch Tattoo-Memes. Da haben wir jetzt noch gar nicht geguckt. You get what you pay for. Wow. Das ist schon ein Unterschied. This is a cool tattoo. Oh, das ist wirklich cool hier mit dem Arm. Das ist schön. How will I look when I'm older? Awesome. Mit den ganzen Tattoos. Es spielt ja keine Rolle, so letztendlich. Tattoos are like potato chips. You can't have just one, okay? Ein Pikachu! like a desk in detention. When Tattoo Addicts. That moment your artist goes in for the white highlights. Okay, ich entnehme daraus, dass die weißen Highlights besonders schmerzvoll sind.
When your tattoo artist stops to ask if you're okay. Sehr schön. Okay, ja, witzige Sachen dabei auf jeden Fall. Aber mir fällt da jetzt auch nichts auf, was irgendwie für ein Cover für einen Tätowierer ganz cool wäre. Okay. Oh, wow. Oh, das sieht schon Hammer aus, ey. Wenn ich das so sehe, ne? Also ist ja nicht so, dass ich nicht auch schon mit dem Gedanken gespielt hätte, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Das sieht mega aus, der Lilo. Stitch? Lilo? Lilo oder Stitch? Die Figur von Disney sieht Hammer aus. My Tattoo Addiction. Slim Shady. Okay. What your tattoo says about you? I have no imagination. Ach ja. Ist es ein Remix auf Mambo Number 5? Okay, das ist geil. Ey, das ist richtig gut. Genau mein Humor. Memes. Halt still, das wird nur ganz doll wehtun. Okay, wie ihr merkt, man kann sich ganz schön an dieser Memes-Geschichte festsuchen. Wollte ich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich coole Tätowierersprüche raussuchen. Tätowierer-Witze. Tätowierersprüche. Vielleicht findet man da ja nochmal besser was als Tattoo-Sprüche. Nee, okay, das sind auch alles nur tätowierte Sprüche. Und keine Tätowierer-Sprüche in dem Sinne, wie ich sie gerne hätte. Tätowierer-Witze. Okay, die sehen alle sehr ähnlich aus wie das, was wir eben schon hatten. Horror-Tattoos. Upsi, da ist wohl was schiefgegangen. Ich weiß nicht, was ich mir tätowieren soll. Ja, okay. Also es scheint über die Jahre anspruchsvoller geworden zu sein mit den Tattoos. Oh weia. Den hatten wir doch eben schon mal so ähnlich. Nur nicht auf dem Kopf. Kein Kommentar. Das ist das wichtigste Tattoo, das ich in den 12 Jahren, seit ich das mache, gestochen habe. Das ist gratis. Das ist wahrscheinlich eine Knastnummer oder so, ne? Okay. Also ich würde sagen, ja, wir haben 7 verschiedene Cover. Das muss erstmal reichen. Eventuell gucke ich selber dann morgen nochmal, ob ich was finde. Der nächste Step wäre jetzt dazu, die Beschreibung zu machen und Keywords rauszusuchen. Aber ich glaube, das ist für den Stream nicht sehr spannend. Und mittlerweile ist es 16:30. eine gute Uhrzeit, um langsam mal ins Bett zu verschwinden. Denke ich. Außer natürlich, du stehst gerade erst auf und ziehst gleich los zur Arbeit. Dann ist es eventuell eine gute Zeit, um aufzustehen. Na gut. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich das jetzt öfters mal auf diese Art Streams zu machen, weil das ist sowieso Arbeit für mich. Und warum das Ganze nicht verbinden und ein bisschen im Stream zeigen, was man so anstellen kann mit dem Programm. Und vielleicht lerne ich ja selber noch das ein oder andere dazu, wenn jemand dabei ist, der
das Programm auch nutzt und auf jeden Fall lässt sich das gut verknüpfen. Ich muss halt immer gucken, was ich zeigen kann und was nicht. Aber ja, sowas Simples hier, das kann man gut zeigen, denke ich. Na gut, dann wünsche ich noch eine weitere gute Nacht und vielleicht hört man sich ja und schreibt sich die nächsten Tage. Bis dann, tschüss.